Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz, und zwar diesmal mit der Demo-Version von Sapiens. Die Demo-Version kann derzeit, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, auf Steam gespielt werden. Das Spiel selber soll schon im Juli rauskommen und der Entwickler, muss ich nochmal schnell skippen, ist Magic Jungle. Die entwickeln dieses Spiel und bringen das auch raus, also ein kleines Entwicklerteam ohne Publisher, so sieht es wohl aus. Wir spielen einfach mal die Demo und ich würde sagen, wir erschaffen mal eine neue Welt. Und nennen diese Welt Synapsia. Die Demo ist leider zeitlich begrenzt, also die hat irgendwie die ersten zwei Ingame-Tage. Und wir können hier einen fünfstelligen Seed angeben. 26,6. Oh, wir können sogar längere angeben, guck mal hier. 26,622. Machen wir mal so, oder? Und wir können bestimmen, wie diese Karte aussehen soll. Es ist so, es ist der Weltname gemeint. Wir haben eine komplette Welt mit verschiedenen Kontinenten und Regionen. Und Mod-Support soll auch kommen. Also sehr interessant, sehr spannend. Im Moment noch sehr early und sehr Demo, aber ich finde es gute Ansätze. Ich bin gespannt auf den Juli, wenn es rauskommt. Wir machen eine neue Welt, Synapsia. Und dieser Planet hier wird erzeugt. Das ist Synapsia. Okay, das sieht sehr eisig aus. Sehr viel Eis im Norden. Und verschiedene kleine Völker wandern hier über diesen Planeten Synapsia und erkunden das Ganze. Es wird so ein bisschen drüber geredet. Wir sollen dieses Volk beschützen und das Potenzial ausschöpfen. Und wir haben jetzt praktisch den kompletten Planeten, den wir nutzen können und uns irgendwo hier ansiedeln. Irgendwo in diesem Bereich. Und hier so Richtung Küste ist schon ganz hübsch. Wir suchen uns hier so ein kleines Küstenstädtchen. Vielleicht hier auf so einer Insel, weiß ich nicht. Mal gucken. Hier, das sieht doch ganz gut aus. Hier haben wir fünf Sapiens, die hier wohnen. Das Biom hat Birken, einen durchschnittlichen Sommer und einen kalten Winter. Und hinein geht's. Schwing. Da sind wir. Alagona, Alagona. Herzlich willkommen bei Sapiens. Wir sollen Heu sammeln. Guckt euch mal diesen Sonnen. Sonne oder Sonne? Ein Screenshot für den Start. So, guten Tag, herzlich willkommen bei Sapiens. Wir sammeln Ressourcen und ich würde sagen, wir fangen auch hier oben an. Wir klicken hier diese Grasbereiche an und sagen hier erstmal sammeln. Und wir machen uns hier so einen kleinen Baubereich frei. Hier unter dem Baum machen wir ein bisschen Gräser weg und da. Und jetzt zieht unsere kleine Truppe los und sammelt hier Gräser. Genau, rupfen wir hier das Gras raus. Ja, Napilensimi, ja, ja. Napilensimi, ja, ja, ja. So, fünf von diesen Flecken sollen sie wegmachen. Wir können mit Leertaste pausieren. Und mit Tab können wir in den schnellen Modus springen. Ich würde es jetzt erstmal ein bisschen langsamer laufen lassen, weil wir haben nur zwei Tage Zeit, wo wir die Demo ausprobieren können. So, wir haben Gräser gesammelt und jetzt geht es um das Aufbauen von Lagern. Mit Escape kommt ihr ins Baumenü. Und jetzt setzen wir hier irgendwo unser Lager hin. Ich würde sagen, hier oben ist ziemlich gerade. Hier ist auch ziemlich gerade. Okay, dann machen wir das Lager hier hin. So, sechs Stück haben wir. Mal gucken. Wir machen nachher. Komm. Machen wir direkt ein bisschen mehr. So. Jetzt lagern die hier ihr Gras ein, was wir gesammelt haben. Und dieses Gras kann trocknen und dann können wir es verarbeiten. So, wir können mehrere Dinge auf einmal sammeln. Nehmen wir zum Beispiel mal hier oben die Steine, dann drücken wir hier drauf auf das kleine Plus. Und dann kann man hier einen Bereich einstellen, in dem man die Sachen sammelt. Wir nehmen jetzt erstmal den Bereich und sagen, bitte einsammeln. So, wir müssen nach unten rechts stets, wir müssen 8 trockenes, aha. Du bist mehr so, während die anderen sammeln, ist mehr so abhängen unterm Baum, wa? Na gut, warum nicht? Mit Ausblick aufs Wasser. Ich finde es irgendwie fantastisch, dass diese Welt so groß ist. Also wenn ich jetzt hier mal rauszoome, was im Moment nicht geht. Okay. Geht dann gleich wieder, wenn es, oder mit M geht's, glaube ich, ne? Ja, gucke. Da oben ist unser Tribe und das ist nur ein kleiner Teil. Also guckt euch mal diese Karte an, wie riesig das ist. Und
sind wir wieder unter dem Baum. Finde ich irgendwie cool gemacht. Ich meine, was man mit dieser riesigen Karte anfängt, sieht man dann später, ne? So, jetzt müssen wir warten, bis das Heu trocken ist. Ich gebe nochmal Aufgaben, die sollen hier noch ein bisschen Gräser sammeln. So. Dann haben die wenigstens was zu tun. Und ich weiß schon, was als nächstes kommt, nämlich Stöckchen sammeln. Das befehligen wir auch schon mal hier. Da wird gerupft. Sehr gut. Und da ist schon trockenes Heu. Sehr gut. So, wir brauchen 8 Äste. Wo können wir denn noch? Wir haben ziemlich wenig Bäume in unserem Einzugsbereich, ne? Da oben sind Orangenbäume. Machen wir hier mal. Dort. Und dort. Mal gucken, ob das langt. Und den Baum da hinten noch. So. Haben die hier die Dornast, oder? Ast plus. Nicht ein Ast in 50 Metern. Okay, das lohnt sich nicht. Sehr weite Wege. So, ich hoffe mal, die laufen jetzt dahin. So, jetzt haben wir die. Ist hier noch einen frei? So, zack. Machen wir auch noch weg. Wo bauen wir denn jetzt gleich? Wo ist denn relativ gerade? Hier oben. Hier, das sieht relativ gerade aus. Und hier unten ist es auch relativ gerade. So, die holen jetzt aber erstmal Äste von sehr weit weg und wir sollen 4 Betten, beziehungsweise noch mehr als 4 Personen, oder? 1, 2, 3, 4. Wie sind wir denn? Haben wir eine Übersicht, wie viele Leute wir sind? Haben wir eine Tribe-Übersicht? Tribe, da. Wir sind 5 Leute. 46, 25, 28, 35, 37. Und hier sehen wir auch die Rollen, die wir haben. Wir können verschiedene Rollen vergeben. Hier haben wir die verschiedenen Rollen, die wir ja, aktivieren können. Wir haben anscheinend 5 Leute, sind auf jeden Fall im generellen Sammeln und Bauen. 4 beim Erforschen und Diplomatie und mehr haben wir noch nicht. Hier haben wir verschiedene Ressourcen, zum Beispiel eine Alpaka und Clay und so weiter. Verschiedene Statistiken. Jetzt warten wir erstmal, dass die erste sammeln. So, wo machen wir die Betten hin? Irgendwo hier. Hier unten scheint es relativ gerade zu sein. Achso, das sammeln die schon. Ich glaube, hier können wir später eine Hütte oder sowas hinbauen. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Dann machen wir sie erstmal hier oben unter dem Baum. Sieht doch ganz gut aus. Also, wir bauen 5 Betten. Build. Und mit der rechten Maustaste können wir das hier frei drehen. Ich glaube, das Kopfende ist da, wo es ein bisschen dicker ist. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte bauen Sie Betten. So. Jetzt geht es in dem Spiel darum, das ist auch so ein bisschen das Spielprinzip, die müssen Sachen entdecken. Also wir müssen jetzt hier zum Beispiel sagen, untersuch mal so einen Ast. Hier können wir drauf gehen. Untersuchen. Dann einen Stein. Und ein bisschen Heu. So. Und daraus ziehen die dann neue Kenntnisse und ja, sammeln praktisch weitere Dinge. Kann man so ein Dings? Kann man nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich erst den Stein untersuchen, dann können wir die großen Felsen auch weiter untersuchen. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Bäume angeklickt. Aus einem so einem Baum kommt ein bisschen mehr raus als einen Ast, ne? Guck mal, jetzt wird geforscht. Wird ein bisschen rumgekratzt. Das könnte sein, das Rinde. Pilingpona. Und jetzt geht hier oben so ein Forschungsfortschritt geht weiter. Und können wir hier vielleicht noch Steinchen sammeln. So, geben wir noch die Aufgabe, die Sachen einzulagern. Jetzt werden aber hier erstmal die Betten gebaut. Im Spiel ist es anscheinend so, es gibt jede Figur, jeder Tribe-Mitglieder, also jeder, der zu unserem Stamm hier gehört, kann 5 Aufgaben erledigen oder kann 5 Tasks machen und man kann Tasks priorisieren. Das ist noch so ein bisschen tricky, da habe ich zum Beispiel nicht rausgefunden, wie man die genau abbricht. Man kann zwar jeden einzelnen Task jetzt anklicken und kann zum Beispiel hier sagen, hör mal auf zu sammeln, das geht. Aber wir lassen jetzt einfach mal sammeln, die müssten ja bald wieder nach Hause kommen alle. Ich glaube, wir sind jetzt auch alle zu Hause. Die einfach noch Äste geholt haben. Wunderbar. Du kratzt hier am Stamm rum. So 50% haben wir schon analysiert, was hier los ist. Und er nimmt jetzt wahrscheinlich einen Stein und... Oh. Nee, er sammelt weiter. Alles klar. Ich kann ja mal ein bisschen beschleunigen. So, die Betten sind fertig.
Oh, wir haben Feuer gelernt. Machen wir dann wieder langsam. Also, dadurch, dass hier am Ast rumgerieben worden ist, hat sich das Ding entzündet. Und wir haben gelernt, wie wir die Welt unterjochen können. Nämlich am Feuer. Feuer. Goodie. So, jetzt müssen wir noch einen Stein erforschen. Er erforscht, was macht er? Was untersuchst du denn? Ah, Heu. Heu, sehr gut. Und wer erforscht den Stein? Können wir das auch mal abklären? Ah, jetzt. Gucke. Ja, die haben die Aufgaben so ein bisschen geteilt. So, place a campfire. Wir sollen ein Lagerfeuer bauen. Mache ich hier oben hin. Müssen wir nur warten, bis das fertig ist. Ja, guck mal, er klopft jetzt hier auf dem Stein rum und denkt sich, oh, Stein gut. Klopfen, klopfen. Klingt gut. Kann man Musik draus machen. Oder wahrscheinlich Steinwerkzeuge, gehe ich mal fest davon aus. Guck mal, hier werden Theorien angestellt. Ah, Hängematte könnte ich hier zwischenbauen. Ja, gut. Sehr gut. Sammeln Sie mal ein bisschen, ich beschleunige mal. So, wir haben Batch Building erforscht. Also wir können aus den trockenen Gräsern, können wir jetzt Sachen bauen. Und Rock Napping. Also wir können den Stein entsprechend verarbeiten. Misona. Und können wahrscheinlich jetzt hier auf den Stein gehen? Nee. So wird, da haben wir noch nicht das Wissen zu, um den Stein zu verarbeiten. Im Moment können wir kleine Steine zerklopfen. So, dann können wir Rollen vergeben. Also, wir können jetzt sagen, können wir wahrscheinlich sogar hier drüber machen. Wer hat denn Feuer erforscht von euch? Hier, der hier, oder? Firelighting. Du zum Beispiel. Das ist Utesco. Können wir hier auch direkt dran? Ja, der hat auch schon die Feuer-Erforschungsrolle schon zugewiesen. Diese Rolle für Firelighting. Und dadurch, dass er wahrscheinlich auch das erforscht hat. Ich gehe davon aus, dass die anderen Tribe-Mitglieder dann auch Rocknapping. Deswegen hat der, oder sie hat, wer bist du? Ein Konana hat Rocknapping. Also der kann jetzt Steine verarbeiten. Was können wir denn noch vergeben? Wir haben noch Thatch-Building. Hier, Mema. Die kann jetzt zum Beispiel ein Gebäude bauen oder aus dem Thatch was bauen. So können wir verschiedene Rollen zuweisen. Also wir sollen mal eine Rolle zuweisen. Machen wir jetzt einfach mal, damit die Demo das hier entsprechend abhakt. Und was haben wir dann nicht? Wir haben die drei Sachen. Wir könnten hier oben drauf. Da können wir noch was vergeben. Wir machen da drauf auch Thatch Building. Jetzt haben wir zwei, die praktisch die Gebäude bauen können. Und wer kann mal das Feuer hier verarbeiten? Ah, wird verarbeitet. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt sollen wir 4 Produktionsstätten bauen. 4 Crafting Areas. Craft and Store for Stone, Hand Access und so weiter. Also bauen wir. Build. Crafting Areas werden aus Plain Rocks und Limestone hergestellt. Und davon sollen wir 4 bauen. Jetzt überlege ich nur gerade, ob wir das in einem Bereich machen, wo wir schon Zeug abgetragen haben. Also wahrscheinlich Schnuppe. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir hier so 4 Arbeitsplätze gebaut. Warum genau 4, weiß ich nicht. Um wahrscheinlich verschiedene Aufgaben zu erledigen. Ah, die machen jetzt auch die Gräser weg in dem Bereich, wo die Sachen gebaut werden. Okay. So. So, wir sollen eine Hütte bauen aus den Gräsern, die wir hier getrocknet haben. Und ich glaube, hier ist ziemlich eben, also wenn wir hier unten hinbauen. Also, wir fangen an. Wir bauen einen Eingang. Ne? So. Machen wir. Dann machen wir am besten 2 Fenster, wegen der guten Durchlüftung, wenn man jetzt hier drin wohnt. So. Und dagegen. Und dann machen wir noch eine geschlossene Rückwand. Zack. Dann ein Dach oben drauf. Wir bauen jetzt erstmal klein und primitiv. Und diese Abschlüsse für das Dach noch. Also eins hier. Und eins hier. Und dann müsste das eigentlich ein Haus werden. Mal gucken. Wir warten mal ab. So, was haben wir denn noch für Aufgaben? Wir haben noch die Aufgabe, 4 Handäxte herzustellen. Handaxe. Man kann auch hier im Unendlich herstellen. Und wir haben noch 4 Stone Knives.
Stone Knife hier. Craft. Nice. So, bin mal gespannt. Wir haben halt nur die 2 Tage Zeit. Im Moment ist ja, glaube ich, die haben noch nicht einmal geschlafen. Das ist gut. Wir haben genügend Zeit. Jetzt seht ihr auch, hier werden wirklich die Hütten so gebaut, wie man sich das vorstellt. Erstmal ein Gerüst hin. Na gut, hier schwebt ein Ast. Und wenn die nicht genügend Äste haben oder sowas aus der Umgebung, hat mir hier die Äste runtergeholt, ja. Dann fällen die selbstständig in der Umgebung auch Bäume, weil sie haben ja gelernt, wie Bäume gefällt werden. Also den Ansatz finde ich ganz interessant. So, und die bauen jetzt hier zu zweit, sehe ich das richtig? Weil ich 2 Leute beauftragt habe, ein Haus zu bauen. Und der Rest gammelt hier so ein bisschen rum. Wer ist denn unser Stone Knitting? Ah, er baut das, sehr gut. Könnte man jemand Zweites dazu beauftragen? Darstone. Basic Building. Feuer. Also die beiden sammeln. Ich würde sagen, wir lassen das mal so aufgeteilt, sonst sammelt nämlich keiner mehr. Aber die bauen zumindest das Haus fertig, das ist gut. So, er holt sich jetzt Material und baut uns jetzt hier... Baust du uns jetzt hier eine Axt? Ja. Yep. Sieht gut aus. Er bastelt hier eine Axt uns hin. Mokopona. So, mal gucken, ob sie die Hütte hinkriegen. Wir haben jetzt High Noon. Es könnte reichen von der Zeit. Ich lasse es einfach mal ein bisschen schneller laufen. Fehlt dir noch irgendwie Material? Ich glaube, hier fehlt Thatch, wa? Wir machen hier nochmal ein bisschen... Weil das dauert ja auch ein bisschen, bis der Kram getrocknet ist. Ich finde das so niedlich. Schneller gespult. So, hier oben können wir auch Sachen sammeln. Gooseberries. Entenbeeren. Und ein Alpaka-Karkasse. Also ein totes Alpaka. Hier können wir mal die ganzen Kürbisse sammeln, würde ich sagen. Select. Nee, nicht clear. Wie kann ich die... Los. Ah, jetzt. Siehst du? Zack. Get the Pumpkins. Sammeln wir jetzt einfach mal. Wir sammeln mal Kürbisse ein. Dann haben die schon mal was zu essen hier in dem Lager. Und wenn jetzt einer rumgammelt, kriegt er eine neue Aufgabe. Aber erstmal sollen die Hütte fertig bauen. Was hat hier? Was knurrt? Hallo? Ist das gerade verstorben? Nee, es schläft. Geht's hier nicht gut? Geht's hier nicht gut? Okay. Ich werde hier angeknurrt. Aber da oben werden jetzt schon mal Kürbisse gesammelt. Das ist schon mal sehr gut. Gibt's eine Kürbissuppe heute Abend. So, das ist die Tools sind jetzt fertig. Und jetzt müssen wir laut Tutorial warten, bis hier die Hütte fertig gebaut ist. Aber guck mal, die sind schon ordentlich dabei. Geht schon gut voran. Sind ja auch zu zweit. Ah, Bonne. So, wir können ja mal noch ein bisschen erforschen. Wir können ja mal hier die Karkasse erforschen. Was haben wir noch nicht erforscht? Äste, was ist das hier? Das sind 2 kleine Steine. Hier sind Werkzeuge, die wissen sie anscheinend schon. Hier, also guck mal, wir haben hier so eine Bohne. Die können wir noch nicht erforschen. Da haben wir keine Ahnung von. Kürbisse? Das geht. Guck mal, jetzt nimmt sich ein Kürbis mit ans Feuer. Oh! Kürbis direkt ins Feuer. Ach, das ist ja cool. Guck mal, die brät ihren Kürbis. Das ist ja nice. Ja, back mal deinen Kürbis. Lecker, schöner. Kein Stockbrot, sondern Stockkürbis. yummy. So. Da haben wir's. Was mit Enter? Achso, da kann man zum nächsten Event springen mit Enter. Okay, verstehe. Aber guck mal, sie brät ihren Kürbis und jetzt gibt's Backkürbis. Ich meine, so einen ganzen Kürbis am Stock. Basic Cooking haben wir jetzt erforscht. Sehr gut. Und so geht das jetzt. Guck mal, jetzt wissen sie, ah, guck mal, gegrillter Kürbis ist besser als roher Kürbis. Warum nicht? Guck mal, die Hütte ist auch fast fertig. Und gut ist geprahlt. Die Hütte ist noch lange nicht fertig, aber
Da fehlt noch ein Stück vom Dach und so weiter. Aber wird bald. Zumindest haben sie schon mal die Betten. Die müssen wir dann am besten noch reinsetzen, damit die nicht frieren. Oder wenn es regnet, damit sie nicht nass werden. Haben wir noch was anderes zu erforschen? Was haben wir denn hier? Holz ist schon erforscht. Okay, kleine Steine. Auch erforscht. Essen ist auch erforscht. Aha, die haben also gelernt, wie man Tiere zerlegt. Jetzt sollen wir 10 Sachen sammeln. Haben wir denn noch was anderes zum Sammeln in der Umgebung? Hier. Orangen sammeln. Sammelt mal bitte diese Orangen ein. Kann ich euch gleich sagen, ich habe schon mal reingespielt, wenn ihr jetzt sagt, hier an 5 Büschen oder sowas Orangen sammeln, dann sind das ganz schöne Aufgaben, die hier wahrnehmen. Deswegen machen wir das hier mal einzeln. So, machen wir hier nochmal 3. Dann können die alle noch was zu essen sammeln und dann sollten wir eigentlich auf die 10 Lebensmittel kommen. Guck, die nehmen jetzt hier die Orangen mit. Also ein Baum gibt x Orangen und die transportieren sie jetzt erstmal nach Hause. Genauso auch in den Büschen sind mehrere vorhanden. Ah, da wird schon gegessen. Die haben die schon so gegessen. Das ist doch für die Enten. Oder sehen die aus wie Enten? So. Jetzt sammeln die natürlich primär. Wir sollten vielleicht die Leute, die Aufgaben haben zu bauen, die sollten vielleicht nicht mitsammeln. Kann ich das irgendwie hier... Sapiens, wer ist unser Builder? Die haben alle bauen. Nee, das kann nicht sein. Diplomatie, General, Basic. Habe ich die alle? Ach, guck mal hier. Basic Cooking, die hat sich weiterentwickelt. Ach, Gooseberry ist... Ah, Stachelbeere. Ich dachte für die Enten. Die Stachelbeere. Okay, alles klar. Oh Gott, die gehen jetzt alle ins Bett. Das ist vorbei, der Tag. Da, Feierabend. Jetzt seht ihr, geht auch die Zeit ganz schnell rum. Die Sterne wandern. Wir bräuchten noch ein paar Äste, wa? Da fehlen nämlich Äste, ja. Beauftragen wir mal hier hinten. Haben wir schon? Haben wir auch schon? Gibt es denn keine Äste mehr? Warte mal, wir können ja mal hinten so einen Baum nehmen. Und den hier. So, der zweite Tag der Demo. Sie ziehen aus und sammeln Äste für die Hütte, damit sie fertig gebaut werden kann. Haben wir da hinten den schon geholt? Nein. So. Los, holt Äste. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir erforschen können? Orangen kennen wir schon. Stachelbeeren haben wir jetzt gelernt. Nicht Gänsebeeren, okay. Brauche meine freie Übersetzung. Ja, hier oben fehlt noch was. Da sieht man es ja auch. Wenn man hier drüber arbeitet, sieht man unten links, can't build, needs 5 hay. Also es fehlt auch noch Heu. Das ist eher das, was gefehlt hat. Noch nicht mal die Äste. Ah ja, guck mal, die nächsten sammeln, sehr schön. Haben wir denn überhaupt noch Lagerplatz? Hier unten ist, glaube ich, noch einer frei, sehr gut. Aber ich finde es echt interessant. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wo das hinführt im Ende in der Vollversion, wenn man gerade diese riesige Karte hat. Ne? Die muss ja irgendwie nutzbar sein. Oder es ist so dieser No Man's Sky-Effekt, wo man eine riesige Welt hat, aber mit der gar nicht so viel anzufangen weiß. So. Das Gute ist, selbst wenn es regnet, trocknet das Gras ab. Also man muss keine Überdachung schaffen. Das ist jetzt nicht physikalisch unbedingt korrekt. Aber guck mal hier, das Material für die Hütte scheint... Na gut, die 5 Heu fehlen jetzt noch. Da, guck, da wird doch schon zusammengesammelt. Material hingebracht, jetzt ist alles grün, fertig zum Bauen. Der deckt jetzt hier das Dach wahrscheinlich da drin gleich. Ne, der hat nur das Material eingebaut. Ah, er macht jetzt den Dachgiebel, guck. Stöckchen, Stöckchen. So, jetzt wird auf der Seite aufgebaut. Einmal Heu. Nochmal Heu. Und dann dürfte gleich die Hütte fertig sein.
Äste können wir nicht erforschen. Baumstämme können wir nicht erforschen. Können wir Bäume erforschen? Geht, ja. Machen wir auch mal. Okay. Erforschen heißt fällen. Nein, unser schattenspendender Baum. Okay, war schön mit dir. Unser Dorfbaum ist nicht mehr. Erst, wenn der letzte Baum gefällt ist. So, Discovering Digging. Wie geht das? Kann man hier auch noch? Ah, okay, man kann auch hier. Guck mal hier, forscht mal hier. Discovering Planting. Wie würde das funktionieren? Der Baum. Tree Felling haben wir gelernt. Oh, jetzt geht's voran. Das nächste ist die Dampfmaschine und dann sind wir am Arsch. Das kennen wir schon aus der Geschichte. Ich bin jetzt mal gespannt, wie kann man denn, also buddeln haben wir erforscht, ja. Wie kann man Pflanzen erforschen? Vielleicht, wenn wir gebuddelt haben, dass wir dann Sachen anpflanzen können? Gut möglich. Komm, wir sagen mal drin Betten bauen, oder? Komm, wir gehen mal hier rein. Und setzen mal die Betten. Ja, damit die im Trocknen schlafen können. Ich meine, ich weiß, das ist ein bisschen... Das ist gar nicht so klein. Was sind das für Betten? Nee, das ist falsch. Build. Betten. Ah, guck mal, wir haben auch mit Wolle können wir bauen. So. 1, 2, 3. Umdrehen. 4, 5. So. Bis jetzt langt's für unseren Tribe. In dem anderen Spielstand, den ich ausprobiert habe, sind auch manchmal neue dazugekommen. Die kann man dann entsprechend anheuern sozusagen, überzeugen, dass sie mit in den... Da. Path, Rock Path, Sand Path, Soil. Sehr gut. So, wie machen wir denn Planting? Wie machen wir denn das? Können wir noch neue Werkzeuge herstellen eventuell? Was haben wir denn noch nicht gemacht? Also, Small Rock. Hand Axe haben wir, Knife. Dann haben wir einen Speer und eine Spitzhacke. Also, sagen wir, stellen mal hier, was ich, 3 her. Und hier stellen wir eine Spitzhacke her. So, mal gucken, was draus wird. Vielleicht können wir damit den Boden bearbeiten. Die bringen auf jeden Fall schon mal Steine hin. Oh, ändert sich gerade die Jahreszeit? Was ist denn hier passiert? Das etwas grünere ist etwas weniger grün geworden. Wir brauchen auf jeden Fall noch Heu. So. Und hier habe ich gerade was gesehen. Fill Soil. Ah, damit können wir auf zusammenebenen praktisch. Mach das jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert. Einfach mal ausprobieren. Ah, die sammeln Steine. Okay. Das ist direkt trocken, das ist wahrscheinlich alles ausgetrocknet. Sind wir vielleicht jetzt im Hochsommer? Warm. Telefone a la Pona, genau, so sieht's aus. Telefon wollen sie auch erfinden. Ne, die haben wirklich nur da ein bisschen Lehm hingesetzt. Nee. Ne, er macht was. Ich glaube, er hat geebnet. Wir können terraformen, wir haben einen Hügel gemacht. Interessant. Können wir jetzt hier was machen? Nee, noch nicht. Das haben wir noch nicht. Aber wir können die Tiere erforschen, oder? Auch nicht. Alles Sachen, die wir nicht... Was ist mit Clay? Den können wir erforschen. Das machen wir jetzt mal. Tja, wie man Pflanzen erforscht. Vielleicht können wir hier die Pflanze anklicken. Nee. Nee. Wir können mal eine fällen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt der irgendwie bei rum. Ah, Setzling bekommen. Ich können wir noch nicht erforschen, wa? Nee. Ich können wir auch nicht erforschen. Was kann man hier noch rausholen? Orange Branch, mache ich auch mal. Was haben wir hier noch? Hühnchen. Staubhühnchen. Hühnchen erforschen. Orangen untersuchen geht auch. Ja, ich glaube Orangen untersuchen ist das. Was ist denn hier los? Ey, wir wollen hier erforschen. Hör mal auf. Ach, wir haben kein Lager. Aha, da fehlt jetzt Lagerplatz. So, jetzt habt ihr Lager.
Jetzt ist auch gleich der Tag zu Ende. Die rennt dem Hühnchen hinterher. Erforscht jetzt das Hühnchen? Oh. Ne. Basic Hunting, mit dem Stein auf irgendein Viech werfen. Und Pottery, das ist durch den Lehm. Cool. Die hat das Hühnchen erschlagen. Hier. Hat mit ihrem Stein gegen das Hühnchen geballert. Da ist der Moment, wo es... Okay. Sehr interessant. Da. Haben wir nicht genügend Lager? Schon wieder nicht. Kann ja nicht sein. Das wird aber ein großes Lager. Mal gucken, können wir nicht immer einen Schrank erforschen? Guck mal, wir haben einen Topf erforscht. Sehr interessant. Was? Niemand hat die Erforschungsrolle. Da. Das, niemand ist in diesem Bereich drin. Ah, Digging Pottery. Ich nehme das hier raus und sage Investigation. Dann müsste eigentlich losziehen und die Orange untersuchen, ne? Ja, macht er jetzt auch. Und das ist wahrscheinlich dann das Pflanzen von. Der wird wahrscheinlich die Orange auseinandernehmen und wird sich sagen, oh ja, wenn ich... Okay, er pflanzt direkt ein. Warte mal, wenn ich die jetzt einpacke und ein bisschen Wasser drauf mache, dann könnte eine Orange entstehen. Wird vielleicht was draus? Gucken. Ich glaube, hier geht eher das Licht aus. Jetzt ist Nacht. Jetzt hört er bestimmt auf zu forschen und die Demos senden. Nein, ich will weiterspielen. Nein. Komm, forsche. Das schaffst du noch. Vom Schlafen gehen. Wir wollen noch eine Orangenbaumplantagen. Gigantomatische. Planting. Rediscovered planting. Geil. Plant 10 fruit trees. How? Aha. Soll, ne, wollen wir nicht. Orange. Use. Orange Tree. Bauen. Aha. Nice. So. Wir werden Orangen-Großgrundbesitzer. Ja, ist jetzt anscheinend... Machen die das noch? Nee, es wird erstmal Orangen gegessen und dann eingepflanzt, oder wie? Ich glaube, die wollen jetzt aber alle schlafen. Oder machen die auch die Nacht durch, wenn ich's... Komm, wir wollen das in der Demo noch sehen, oder? Cook some meat. How? Wie kochen wir denn Fleisch? Alpaka Meat. Craft. Oh, guck mal, hier, die hat mir die Sparrows aufs Feuer gelegt. Jo, das ist ein Abend. So kann man sich das vorstellen. Da sind die Sparrows auf dem Feuer. Sieht man zwar nicht, weil das Feuer brennt wie. Oh, ein bisschen langsamer, warte mal. Da, guck mal. Jetzt wird das Alpaka gekocht. Die Sparrows sind erfunden. Nice. Sehr schön. Noch läuft die Demo. Ja, man kann nur die ersten zwei Tage spielen in der Demo, aber die Vollversion steht ja in der Tür. Im Juli ist es soweit. Dann könnt ihr Sapiens auf Steam kaufen und weiterspielen. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde es sehr interessant. Gerade diese Schritte, die das Spiel so macht, wie man hier Stück für Stück weiterkommt. Jetzt müssen wir nur noch die Barbecue-Soße erfinden. Wir brauchen Honig und Gewürze und Tomaten und ihr wisst schon. Sehr schön. So, ihr Lieben. Da. The Demo Time Limit reached. No. Es ist zu Ende. Es soll im Juli erscheinen. Irgendwann im Juli steht direkt auf Steam. Ich habe Bock drauf. Ich will auf jeden Fall weiterspielen. Das war die Demo von Sapiens. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf die Vollversion. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Einen weiteren Angezockt auf Hirnsturz. Macht's gut, bis dahin. Ciao.